Am vorletzten Tag der Woche lassen die Kandidaten schon einmal die Korken knallen. Nächste Station auf ihrer Gründerreise? Amerika. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Doch nicht für alle wird der Traum wahr werden. Ist euch aufgefallen, dass das alles aufeinander aufgebaut ist? Ach. Dass du so im Prinzip bei den Grundstein anfängst? Ich finde es echt nur cool, ne? Bei diesen Grundstein. Weil du bildest immer mehr dein Bewusstsein. Du wirst immer mehr zum Unternehmer von Stück zu Stück. Du bist so als ungeschliffener Stein hergekommen und gehst, wenn du Glück hast, im Finale als Diamant. Ich glaube, wenn man das ja so durchgemacht hat und nicht zerbricht, dann weiß man irgendwie, man kann so ziemlich alles. Doch ein Thema nervt die Gründer. Wo ist eigentlich Dani? Also er hat noch ein paar Prüfungen und der ist aber am Nachmittag fertig und kommt dann direkt her. Ja, aber das finde ich gerade irgendwie nicht fair. Der Dani ist zu uns privat so in dem Kreis hergekommen und hat gesagt, hört mal zu, am Dienstag habe ich das Staatsexamen, hat es erklärt, ob das für uns okay ist, wenn er halt nicht bei den Challenges dabei ist. Und für uns ist es sofort klar gewesen, Ausbildung geht vor, das ist sein Abschluss, ist ultra wichtig, gar kein Problem. Es ist aber Dienstag und heute ist Mittwoch. Bei dem nächsten Challenge habe ich eine schlechte Nachricht. Er hat sein drittes Staatsexamen. Das entscheidet darüber, ob er Arzt wird oder nicht. Und obwohl er eigentlich nicht mehr dabei sein könnte, wird er weiter mit Ihnen in Konkurrenz stehen. Ich meine, das ist ja ein riesiges Ding, wenn er einen Tag weg ist, okay, wenn er noch mal einen Tag fehlt, du musst ihn ja zu deinem Prof hingehen und sagen, ist es safe, dass ich nur diesen einen Tag fehle, mich Urlaub nehmen praktisch, mich freistellen lasse oder auch einen zweiten. Und dann wird sicherlich der Prof gesagt haben, na, wenn das so wichtig ist, dann lass lieber beide Tage oder so. Das finde ich halt, find ich einfach menschlich extrem enttäuschend, muss ich sagen. Ich finde, es zeigt halt einfach, was er für ein Mensch ist und dass er die Werte Ehrlichkeit und Kameradschaft hat, überhaupt nicht hat und ich mir nicht vorstellen kann, dass er das irgendwann mal ändert, weil dem ist es einfach scheißegal, was andere denken. Also wenn das bei mir im Unternehmen passiert wäre, wenn er mit offenen Karten nicht gespielt hätte, wäre die Abmahnung schon mal fällig gewesen. Also ich würde mir das als Chef nicht gefallen lassen. Definitiv niemals. Also ich habe ein Riesenproblem mittlerweile mit Daniel, weil ich kann mit so Halbwahrheiten nicht leben. Und ich bin ein Mensch, der mit offenen Karten spielt und er tut es eben nicht. Der kommt permanent zu spät. Es ist für mich als Chef oder als Unternehmer absolut untragbar. Ich denke definitiv, dass Daniel heute dadurch Nachteile erhalten wird, weil er eben nicht da ist und das auch nicht vorher angekündigt hat, dass er nicht anwesend sein wird. Wir finden es einfach uns gegenüber unfair. Punkt aus, Thema Wechsel. Ja. Jetzt ist Schluss mit dem Kuschelkurs. Der Konkurrenzdruck wächst. Daniels Fehlen ist immer wieder Thema. Alle wieder fleißig. Wo ist Daniel? Das wissen wir auch nicht. Der hat noch eine Prüfung gehabt, aber ist, glaube ich, auf dem Weg. Aber die war eigentlich gestern, ne? Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, da kam noch irgendwie was nach. Dann wird er uns ja gleich erklären. Aber alle fleißig. Und Fleiß muss ja auch belohnt werden. Wenn Sie jetzt Ihre Firma gründen mit einem Investor zusammen, müssen Sie irgendwann über Ihr Gehalt reden. Aber das ist eine ganz besondere Gehaltsverhandlung. Denn Sie sagen nicht, oh, das ist eine reiche Firma und da hole ich jetzt möglichst viel raus. Die Firma gehört Ihnen ja mit. Also eine ganz schwierige Situation, das auszuhandeln. Und wir wollen beurteilen, wie realistisch machen Sie das zwischen Miteigentümer und auf der anderen Seite Lohnempfänger, aber nicht als irgendein Angestellter, Sie sind ja der Geschäftsführer Ihrer Firma. Die heutige Challenge heißt Gehaltsverhandlung. Und ich bin sehr gespannt, wie maßvoll Sie damit umgehen, wie kreativ und frech Sie verhandeln. Denn die besondere Situation ist ja, dass Sie eigentlich, je mehr Gehalt Sie sich rausnehmen, umso weniger Gewinn haben, weil Sie an der Firma beteiligt sind. Die Jüngste sieht sich im Nachteil gegenüber ihren Mitstreitern. Da hat der jetzt Vorteile, denn ich als Studentin noch nie in meinem Leben Gehalt verhandelt. Bei den Sachen, die wir die Woche ja schon gemacht haben, die haben einfach Spaß gemacht. Und heute habe ich gar keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht. Das ist völlig ins kalte Wasser geschmissen. Also das ist, da komme ich jetzt richtig aus meiner Komfortzone raus. Ich habe auch noch nie Gehaltsgespräche geführt. Ich muss jetzt erstmal noch mal mich im Internet einlesen, aber ich kann mich ja als Person schon gut verkaufen. Und von daher gesehen denke ich mal, dass ich die Verhandlungen schon ganz gut führen kann. Wobei ich da drin überhaupt keine Erfahrung habe. Der Investor beurteilt die Verhandlungstaktiken vom Nebenraum aus. Bei dieser Verhandlung über das eigene Gehalt wollen wir sehen, inwieweit die Gründer eigene Positionen durchsetzen können und diese begründen können. Anja nimmt als erste Platz in der Rolle des Mitarbeiters.
Ich werde die Gründer daran messen, einmal, wie realistisch ist das Gehalt? Zweitens, wie geschickt verhandeln sie? Und wie reagieren sie auf die Abweisungen oder die Korrekturen des Personalchefs vom Investor? Ja, jetzt, wo wir zusammengekommen sind, würde ich mal gerne mit Ihnen drüber sprechen. Was brauchen wir denn zum Leben? Also, ich habe jetzt sehr niedrig gerechnet. Also, ich brauche ein Mindestgehalt von 5.000 Euro im Monat. Okay. Das wären dann gut 3.000 Euro netto. Mhm. Und das brauche ich einfach, um meinen Kostenapparat am Laufen zu halten, was für eine Geschäftsführerin ja nun nicht gerade hochgegriffen ist. Und, Sie sagen, es ist für eine Geschäftsführerin nicht hochgegriffen. Geschäftsführer im Startup verdienen vielleicht nicht so viel wie Geschäftsführer in ganz, ganz großen Unternehmen. Ein erfolgreicher Gründer verdient nicht viel über sein Gehalt, aber extrem viel über die Gewinne, über die Ausschüttung, über die Dividenden, die der Gründer aus dem Unternehmen bekommt. Da müssten wir das eben über Provisionszahlungen oder Gewinnausschüttungen machen. Auf alle Fälle bin ich nicht in der Lage, unter 3.000 Euro netto im Monat meine Kosten am Laufen zu halten. Ich kann ja auch arbeiten wie ein Stier, hätte ich fast gesagt. Also es ist ja nicht so, dass ich die Füße auf den Schreibtisch lege und sage, ich bin jetzt Geschäftsführung. Also ich glaube, ich bin in einem Alter, wo ich schon eine gewisse Berufserfahrung habe, Menschenkenntnis und brenne für mein Produkt. Und ich scheue mich nicht, 14, 16 Stunden zu arbeiten. Bilderbuch Geisteshaltung einer Gründerin. Ich lege weder Wert auf Luxus, ich brauche weder Prada, Gucci noch sonst irgendwas. Mir macht man auch keine Freude mit einem Porsche Boxster oder sonst was. Aber mein Kostenapparat muss laufen, sonst habe ich Bauchschmerzen. Und was ist, wenn wir ein Sockelgehalt definieren würden, was darunter liegt, auch spürbar darunter liegt, und für die ersten 6 Monate, wo Sie ja dann in noch einer etwas anderen Situation sind, etwas obendrauf tun, aber nach 7 Monaten auf ein realistisches Gehalt wieder gehen? Ja, nimm's an, Anja, los. Also ich würde darauf eingehen, wenn ich aus der Gewinnausschüttung mir dann im Gegenzug was auszahlen könnte. Da können wir auf alle Fälle noch mal drüber reden. Prima. Sie hat ja letztendlich durch kluges Verhandlungsgeschick ihr Ziel erreicht. Und wenn man das dann alles so zusammentut, hat sie super argumentiert und hervorragend verhandelt. Dankeschön. Danke. Toll argumentiert. Also heute bin ich zufrieden mit mir, kaum noch Luft nach oben, also vielleicht nur so einen Atemzug, aber ich denke, ich habe das heute gut gemacht. Mal sehen, wie nett sich schlägt. Ich muss sagen, natürlich das Thema Gehaltsverhandlungen ist eigentlich mittlerweile bei mir Alltag. Nett ist ein sehr statusorientierter Mensch. Ich vermute, er möchte einen schönen Dienstwagen haben. Ich vermute, er möchte sonstige nette Annehmlichkeiten des Lebens haben, die ihn nach außen wirken lassen. Ich bin echt gespannt, weil das wird ein harter Kampf. Ja, Schieble, ich hatte Sie ja um ein Gespräch gebeten bezüglich des Gehalts und bin dann natürlich auch auf eine Zahl gekommen, nachdem ich alles so runtergebrochen habe auf das Nötigste und bin auf 5.242 Euro brutto gekommen. Wie viel? 5.242 Euro brutto, genau. Das wäre netto circa 2.980 Euro. Ich habe natürlich am Anfang eine hohe Zahl genannt. Die Absicht dahinter war einfach nur, den Gegenüber zu schocken, dass er aus dem Konzept rauskommt. Und ich glaube, das hat auch ziemlich gut funktioniert bei Herrn Dr. Schieble. Sie sind ja jetzt noch ein sehr, sehr junger Mensch. Und jetzt bin ich ziemlich baff, muss ich sagen. Was haben Sie denn für Ausgaben? Genau, natürlich, wir haben die üblichen Ausgaben, Haus, Auto, sonstige Lebenssachen. Was bei mir jetzt dazu kommt, ist Familienplanung. Ja, dann kommen natürlich die Kosten eines Kindes auf einen zu. Ja, dann soll er doch das Gehalt dann verhandeln. Naja, aber um Ihrem Kind was zu geben, was es braucht, da haben Sie ja noch ein bisschen Zeit dann dafür. Das braucht es ja nicht am ersten Tag schon. Und ich muss sagen, ein Gründer, der fast 5.300 Euro brutto pro Monat für seinen Lebenswandel braucht, das hat er aber ehrlich gesagt auch noch nicht gehabt. Es ist immer denkbar schlecht, eine private Situation als Begründung für eine Gehaltserhöhung zu bringen. Denn der Arbeitgeber kann für die Situation nichts. Genau, das sind halt so meine Lebenskosten, die ich natürlich habe. Und es geht jetzt natürlich schon in die Planung, wo ich sage, ich muss jetzt, das Haus muss umgebaut werden, wir brauchen ein extra Kinderzimmer. Ich möchte nachher nicht in Bredouillen kommen, dass ich sage, ich kann der Arbeit nicht nachkommen, weil mir einfach das Geld fehlt. Ja. Ich glaube, es ist nicht die ideale Phase, einem Investor zu sagen, ich brauche mehr Geld, weil ich bauen oder mein Haus umbauen will, sondern jetzt bauen wir erstmal eine Firma auf. Sie müssen uns da aber auch ein bisschen verstehen. Als Investoren haben wir natürlich großes Interesse daran, dass das Geld in der Firma bleibt und für
gute Mitarbeiter, fürs Marketing, für die Produktion ausgegeben wird und nicht dazu dient, den Lebenswandel des Gründers übermäßig zu finanzieren. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen den Eindruck, dass das so ist. Man zahlt zwar jetzt natürlich diesen Betrag, der sich am Anfang hoch anhört, aber wenn wir jetzt natürlich von Netto reden, ist es nicht zu viel. Und ich bin für die Firma da und muss nachher nicht wirklich irgendwie wegbrechen, dass ich sage, Herr Schieble, ich kann nicht mehr in der Firma weiterarbeiten, ich muss schauen, dass irgendwo anders Geld reinkommt. Dann hat er gesagt, netto ist das ja nicht so viel und hat damit endgültig gezeigt, dass er nur als Angestellter denkt. Er zahlt doch das Brutto mit. Und wenn wir ihn über den Weg helfen würden, die einmaligen Anschaffungen jetzt zu puffern, dass wir dann aber mit einem deutlich geringeren Gehalt arbeiten, weil das schockt mich ja noch immer. Das wäre natürlich die Möglichkeit, also wenn das ginge, wäre das gut. Nur ist die Frage, wenn ich jetzt natürlich die Anschaffung habe, dass ich sage, ich muss jetzt das Haus erweitern, ich brauche dringend ein Kinderzimmer. Und wenn ich jetzt da stehe und sage, Herr Schieble, ich brauche jetzt 50.000 Euro, die Sie mir versprochen haben, sind wir auch in einer Situation, wo für beide Seiten sehr unangenehm ist. Er hat nicht gesagt, wie viel er bereit ist zu leisten. Also er hat nicht sich verkauft, sondern eigentlich nur fast gebettelt. Ich brauche, ich will mehr. Und zwar jetzt schon mit einer Lebenssituation begründet, die irgendwann mal kommt. Wie machen das denn andere Leute in ihrer Situation, wenn die Geld brauchen, was sie nicht haben? Genau. Dann gehen die noch zur Bank. Ich könnte es natürlich probieren, aber es wäre jetzt vom Geld monatlich, was ich da einberechnet habe, kein Geld über, um jetzt einen Kredit abzubezahlen. Und das möchte ich auch ungern vermeiden, weil dann müsste ich jetzt heute ein bisschen mehr verlangen, dass ich auch noch einen Kredit ableisten kann. Trotz dessen, dass es natürlich schwierig war durch die hohe Anforderung von mir, habe ich, denke ich, am Ende das ganz gut gemacht. Und bin auch gespannt, ob Sie das auch so sehen. Ganz schlecht. Da muss ich aber noch mal ganz, ganz tief in mich gehen. Vielleicht gehen Sie selber auch noch mal in sich, wo Sie nicht doch noch was einsparen können. Und dann treffen uns einfach noch mal und reden dort weiter. Sehr gerne. Das Gespräch mit Ned als Gründer hat zu keiner Lösung geführt, weil Ned überhaupt kein Signal gesendet hat, sich einigen zu wollen. Stefan hat als Student noch nie sein Gehalt verhandelt. Den Herr Schieble schätze ich als einen sehr verständnisvollen Mensch ein. Aber ich denke, heute wird das uns nicht sehr einfach machen. Ja, wie geht's Ihnen? Wunderbar, ein wunderschöner Tag. Es freut mich zu hören, dass Sie bei uns als Investor einsteigen möchten. Stefan ist für mich die Wundertüte. Zum einen ist er immer der Mr. Nice Guy. Wenn es aber um Dinge in seiner eigenen Sache geht, dann weiß er auch zuzubeißen und auch sehr, sehr für sich zu argumentieren. Wie viel brauchen Sie denn zu leben? Ich würde gerne, um auch die Firma voranzutreiben, erstmal mit einem sehr niedrigen Gehalt anfangen, damit wir auch wenig Kosten haben und somit die Firma vorantreiben können. Wenn es wirklich um mein Startup geht, sollte ich realistisch bleiben. Und wenn am Ende des Jahres, nach einem Jahr, wir so viel Umsatz haben, dass wir Gewinnausschüttung machen, da freut man sich umso mehr. Da bin ich auf einen Gesamtbetrag von etwa 58.000 Euro im Jahr gekommen, wodurch dann eben meine Miete und meine Versicherungen und meine Sicherheit eben garantieren kann. Das überrascht mich trotzdem, weil für Sie als junger Mensch hätte ich gedacht, dass die Fixkosten nicht allzu hoch sind. Deshalb vermute ich, dass Ihr Sicherheitspolster jetzt relativ hoch gewählt wurde. Wie ist es denn jetzt genau? Ich wohne jetzt noch in einer Studentenwohnung in einer WG und wir teilen uns das zu dritt. Es ist so, dass es nicht sehr günstig ist in München. Und bei 5.000 Euro hatte ich ungefähr umgerechnet, dass dann nur noch um die 2.600, 2.700 zurückbliebe. Aber dann geht ungefähr, sagen wir mal, 1.000 Euro für die Miete weg. Und das kostet 1.000 Euro pro Monat? Ja, genau. In München ist das gar nicht so günstig. Und dann muss ich natürlich auch noch als Selbstständiger mich selbst versichern. Und ich habe auch noch einen Sparvertrag, was ich jetzt leider nicht kündigen kann und jetzt auch noch monatlich weiter fortführen muss. Er hat mir eine recht hohe Zahl an den Kopf geworfen, konnte die danach aber hervorragend begründen. Da hatte ich überhaupt keinen Ansatzpunkt. Und wenn Sie ein bisschen außerhalb von München wohnen würden und dann die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen würden? Jetzt momentan bin ich ja nur als Student eingeschrieben, sodass ich ein Semesterticket habe, sodass ich auch jetzt schon auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreife. Und das Auto ist nur eine Notfalllösung, wenn ich zu Kunden fahre. Und das möchte ich jetzt ungern aufgeben, weil viele Kunden auch nicht im Stadtzentrum oder sehr gut erreichbar sind, auch in anderen Städten. Wir brauchen ein Auto, um zum Kunden zu fahren. Ja, klar. Und wie soll es dann weitergehen? Haben Sie da Vorstellungen? Weil Sie ja jetzt erstmal 58.000 Euro, die ich für ziemlich hoch noch immer halte, als Basis sehen, um die Kosten zu decken. Wo soll denn das in Zukunft dann hingehen? Also ich plane, mein Gehalt jetzt nicht in der nächsten absehbaren Zeit zu erhöhen.
Er hat ihn überzeugt, gute Verhandlungsführung, Gehalt glatt durchgehen. Dann würde ich mal vorschlagen, dass wir so starten können. Freue mich riesig und wünsche dann auch viel Freude. Ja, ich danke Ihnen. Dankeschön. Und freue mich auf die Zusammenarbeit. Genau, ja. Dafür, dass es meine allererste Gehaltsverhandlung in meinem ganzen Leben ist, bin ich so glücklich. Das ist wirklich so glatt, also ohne große Stolperfallen jetzt verlaufen ist.